Ramon Roselli, ein prominenter Name der deutschen Musikindustrie, hat sowohl beruflich als auch privat ein Leben voller Höhen und Tiefen erlebt. Roselli wurde mit 5 Schwestern in eine Zirkusfamilie hineingeboren und schon in jungen Jahren war ihr Leben voller Bewegung und ständiger Herausforderungen. Seine Eltern, Dani Roselli und Silvia Kaselowski, leiteten ein Zirkusunternehmen und Roselli wuchs in der bunten, aber schwierigen Welt der Zirkusarbeit auf. Als das Zirkusunternehmen ihrer Familie geschlossen wurde, musste Roselli sich an ein neues Leben gewöhnen, in vielen verschiedenen Zirkussen als Moderatorin und Entertainerin arbeiten und nebenbei an 44 verschiedenen Schulen lernen. Dies führte zu einem instabilen und schwierigen Leben für ihn. Rosellis Leben ist immer mit Schmerzen verbunden, die er kaum mit anderen teilen kann. Die ständige Bewegung und das instabile Lebensumfeld beeinflussten seine Kindheit und führten dazu, dass er sich verloren und einsam fühlte. Obwohl er von seiner Familie umgeben war, hinterließ das Fehlen eines festen Platzes tiefe Narben in seiner Seele. Es waren diese Schwierigkeiten, die dazu führten, dass Roselli immer schmerzhafte Geheimnisse in sich trug, Gefühle, die er der Öffentlichkeit niemals preisgeben wollte. Auch im Alter von 30 Jahren sehnt sich Ramon Roselli, obwohl er in seiner Musikkarriere große Erfolge erzielt hat, immer noch danach, sein wahres Glück zu finden. Er wünscht sich nicht nur eine stabile Karriere, sondern auch ein glückliches und friedliches Familienleben. Die Herausforderungen, vor denen er steht, sind jedoch nicht gering. Obwohl Rosellis Karriere mit dem Sieg in der 17. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, DSDS, und Top-Hits glänzte, war sie immer mit großem Druck verbunden. Eine Position in der mörderischen Musikindustrie zu behaupten, in der der Ruhm über Nacht verblassen kann, ist eine Herausforderung, die nicht jeder bewältigen kann. Die schlimmen Dinge, die Roselli durchgemacht hat, beschränkten sich nicht nur auf berufliche Herausforderungen, sondern auch auf Verluste und Schwierigkeiten in ihrem Privatleben. Er stand immer unter dem Druck, sein Image in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, und da er seine wahren Probleme nicht mit anderen teilen konnte, fühlte er sich allein. Misserfolge bei der Arbeit, Zeiten, in denen man missverstanden wurde, und Gefühle der Unsicherheit über die Zukunft haben dazu geführt, dass Roselli viele stille Schmerzen ertragen musste. Doch trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten versucht Roselli immer noch, ein glückliches Leben mit ihrem Partner aufzubauen. Im vergangenen Jahr haben er und sein Partner gemeinsam viele Schwierigkeiten gemeistert, um ein friedliches und glückliches Leben zu führen. Obwohl er im Beruf und im Leben vielen Belastungen ausgesetzt ist, schätzt Roselli immer die einfachen Momente mit seinen Lieben, die er als die größte Quelle der Ermutigung für die Fortsetzung seiner dornenreichen Karriere ansieht. Obwohl er viel Erfolg hatte, ist die Traurigkeit in Ramon Rosellis Leben immer noch da, schwelend und hartnäckig. Er machte sich immer Sorgen um seine Gesundheit, besonders als er in die 30er Jahre kam, als viele Menschen mit körperlichen und geistigen Veränderungen zu kämpfen hatten. Roselli versteht, dass Gesundheit immer noch das Wichtigste ist, egal wie erfolgreich sie ist. Er befürchtete, dass sich der Druck durch Arbeit und Leben negativ auf seine Gesundheit auswirken könnte und fühlte sich dadurch unsicher. Nach 11 Jahren Scheidung gab der Ex-Ehemann von Peggy March, einer weiteren Musikikone, endlich zu, dass Ramon Roselli in jedermanns Augen ein perfekter Mann war. Obwohl seine Ehe mit seiner Ex-Frau nicht von Dauer sein konnte, ließen sein Respekt und seine Bewunderung für Roselli nicht nach. Er gab zu, dass Roselli ein mutiger Mann ist, der es immer versteht, Schwierigkeiten zu überwinden und trotz vieler Herausforderungen im Leben einen optimistischen Geist zu bewahren.
Ramon Roselli ist trotz allem, was er durchgemacht hat, immer noch ein widerstandsfähiger Mann, der ständig danach strebt, für sich und seine Familie glücklich zu werden. Er lebte ein turbulentes Leben mit Höhen und Tiefen und tiefer Traurigkeit. Aber diese Schwierigkeiten halfen ihm, stärker zu werden und weiterhin für bessere Dinge in der Zukunft zu kämpfen. Auch im Alter von 30 Jahren hat Roselli noch viele Träume und Ambitionen und er wird sie weiterhin mit all seiner Begeisterung und Leidenschaft verfolgen. Das Leben und die Karriere von Ramon Roselli sind eine inspirierende Geschichte, ein Beweis dafür, dass man auch bei Schwierigkeiten und Herausforderungen niemals aufgibt. Trotz des Schmerzes und der Geheimnisse, die er immer für sich behält, hofft Roselli immer noch auf eine glänzende und glückliche Zukunft. Was er erreicht hat und was er für die Zukunft aufzubauen versucht, zeugt von der Standhaftigkeit und dem Mut eines Künstlers, der ständig nach Glück und Sinn. When their first conversation is asking some of the same discovery questions that a SDR had already asked, and what is the experience for that buyer? The buyer's experience is saying, well, I was on your website and I was looking at certain product pages that should have indicated that I was interested in a specific area, or maybe I was on solution pages or industry vertical pages. Yeah. And then when I talked to the SDR, they seemed to ask me very high level discovery questions, which they didn't know much about what I was doing, even though I'd been all over their site. And then when I talked to the AE, I got the same questions from them that the SDR asked me. And then my first presentation the AE gave me wasn't customized at all. It was sort of a bland, you know, one size fits all presentation. And I think when you look at that, that to me says that that company hasn't figured out how to connect the processes, how to make sure there's a handoff from a technology perspective, and hasn't been able to build that 360 degree view of saying, look, the marketing department's saying, hey, look, this person's been on our site. Here are the pages they went to. Pass that on to the SDR. The SDR, having a warm conversation, says, these are the things that you seem to have indicated through your data in terms of what you were doing on our site, or some of the clues you've left through the blog articles you've read, whatever, that you might be interested in, and have that warm conversation, and then get routed to the AE and pass all that information along. Yeah. And then that AE is not starting from scratch. They're starting from that profile of that buyer that the marketing department has been building and is handing off to sales, and sales continues to build on that profile. But now, through the fact that there's this good data, the company is learning and is able to personalize their interaction with that buyer based on better data. That sounds really easy and obvious. It's like, yeah, that's, but in order to orchestrate that, that actually is very hard. And most companies do a very poor job of doing that. They have different processes for marketing that don't hand off well with sales. They have different systems. The data about a prospect lives in this marketing automation doesn't connect well with the sales system. And it's not being used to provide that 360-degree review of that prospect or that buyer from which the company can then derive and interact with that person on a more personalized basis. So that's just sort of the top of the funnel, but that's one example. Hopefully that helps. Yeah, no, it does, Phil. I think, you know, I remember, I don't know if it was like my seventh or eighth grade science teacher said, do you know the difference between data and information? And I'm class like, what? Data is the hard numbers, the quantitative metrics that you're reading. Information is making sense of it. And that's always stuck with me, whichever science teacher made that connection for me. I think companies do, especially nowadays, on average, probably a good job of collecting data. Right. In fact, they can't help it. Like every system that they buy collects data for them. I think companies really fail at converting that data into information, or what you call insights, which is actionable. Yep. Actionable. And then take action. So it's insights that are actionable, and then actually do something with training to do something to make somebody interact with them in a better way. Because I see three versions of this. This is what we implemented when I was in my role as head of mid-market sales at Viz. It started, let's call Gen 1, was we were collecting in Pardot all the pages that the buyer went to, right? And just in a list form on their Pardot plugin in Salesforce.com. Okay, no one, that's just data. No one knows what to do with that, right? Gen 2 was we said, okay, we're going to bubble up.